Sie reimt sich. Wie grausam. Wie grausam. Wer würde denn jemals einem Kind so ein Märchen vorlesen mit solchen Reimen vor allem? Inzwischen bin ich sicher, dass diese Märchen nicht für Kinder bestimmt sind. Sie sind für uns. Aber Luke ist doch ein Kind. Aber was will der maskierte Gentleman mit ihnen nur sagen? Uns. Außerdem schlimmer als so eine Sachen wie der Däumling oder Hans Kuck in die Luft oder weiß ich nicht, der Daumenlutscher, wie die alle hießen. Der Suppenkasper. Der Suppenkasper, also so da ist das ja noch. Ich habe neulich gehört, dass die Wilhelm Busch umschreiben wollen. Hm? Weil es doch da die Geschichte vom Mohren gibt. Oh ja. Jetzt schreiben sie es um, die Geschichte vom nein. Die Geschichte vom maximal pigmentierten. Oh. Weiß nicht. Irgendwie so halt. Oder vielleicht ist es, gut, Moor ist wirklich diskriminierend, vielleicht ist es dann irgendwie der Chines oder so. Die Geschichte der Schlitzauge. Ja, ich wollte gerade sagen, oh, es ist fies. Oh Mann. Was wollte ich denn gerade noch sagen? Verdammt. Wilhelm Busch, der Suppenkasper. Ja, auf jeden Fall, ja, diese ganzen Geschichten, die da so weiß ich nicht, wo Leute noch sterben an ihrer Torheit, sagen wir mal einfach. Oder der Daumenlutsch, hast du schon gesagt. Ja, den habe ich schon gesagt, ja genau, wo sie einfach abgeschnitten werden. Oder wie hieß denn die sich angezündet hat? Oh Gott, ja, irgendwas mit den Katzen. Nee. Hm? Katzenmarie? Nee. Nein. Ich weiß es nicht mehr, aber ich das weiß, was bei Goldmarie und Pechmarie, oder? Nee, das nicht. Ja. Ich weiß es auch nicht mehr, aber ja, das kenne ich alles. Meine Oma hatte davon ein Märchenbuch und ich habe da tatsächlich drin gelesen. Ja, ich auch als Kind. Und ich fand das gar nicht mal so schlimm. Wieso? Ja, das kommt erst im Nachhinein dann. Ja. Hänsel und Gretel ist aber auch fies. Ja, die Oma die arme wird gefressen Hexe. Und... Nee, warte mal. Die arme... Ach so, nee, stimmt. Oma wird gefressen war bei Rotkäppchen. Die arme Hexe, das stimmt. Oder ich meine jetzt, ja, bei Rotkäppchen, ey, der böse Wolf, was der da durchmachen muss und dann die Oma wird, wie gesagt, gefressen. Ja, aber die wird doch aus dem Bauch wieder rausgeholt. Ja, eben, vom Wolf! Der arme Wolf! Ja, der hat dann auf einmal Steine im Bauch und stirbt dran. Ist er nicht in den Brunnen dann gefallen und ertrunken oder so? Ja, eben. Ja. So, weiter im Text hier, weiter mit dem Märchen. Professor Layton und das Märchen. Oh, ich freue mich schon auf den sechsten Teil. Weißt du was? Ich werde versuchen, bis dahin haufenweise Material, richtig gutes Material für Intro-Gags zu sammeln. Okay. Und zwar so nicht nur einfach normale Intro-Gags so gerade auf die Schnelle gemacht, sondern ich werde da versuchen, Prominenz ranzukriegen. Prominenz, okay. Ja. Herbert Feuerstein, das wär's natürlich. Das wäre cool, ja. Ja. Eine Stadt, die verfällt. Dazu ein Mann, der sich an ihr bereichert und vergisst, was er anderen verdankt. Oh, immer diese Anspielung auf Henry. Was hat er denn so Schlimmes gemacht? Was denken Sie gerade, Professor? Sagt wer? Oh, was denken Sie gerade, Professor? Ach, wenn ich dich so anschaue. Ein gewaltiger leerer Abgrund. Oh Gott. Aber natürlich. Als würdest du eine Salami in eine Turnhalle werfen, oder was? Wie er dabei lächelt. Wie er dabei lächelt. Ein gewaltiger leerer Abgrund. Ich glaube, er will wirklich mit Emmy gerade. Und Luke versteht die Welt nicht mehr. Aber natürlich! Herr Mordant, welcher Raum ist der größte in Ihrem Hotel? Oder eher, welcher ist der höchste? Die große Halle, Herr Professor! Da nehmen wir immer die Schüler von Hogwarts auf! Sie ist wirklich ein Prachtstück, sondergleichen und für besondere Anlässe vorgesehen! Dort müssen wir hin, schnell! Ja, große Halle. Was macht der? Ach, das ist Papagei. Papagei und Mamagei. Oh. Sie ist hier. Kein Zweifel. Herein. Sie haben...
haben Sie immer noch nicht, wie? Sie Narr. Die Maske ist in diesem Hotel. Ich bitte vielmals um Vergebung. Ihre Entschuldigung können Sie sich sparen, Sie Wurm. Kein Aufschub mehr. Finden Sie die Maske. Zu Befehl. Der Garten der Genesung. Die Stadt der Harmonie. Nur das Letzte fehlt uns noch. Doch solange wir das nicht besitzen, haben wir nichts. Geil. Wo kommt der denn auf einmal her? Der ist aus... Den habe ich schon im sechsten Teil gesehen. Also ich habe mal ein paar die ersten 30 Minuten des sechsten Teils gesehen. Und da kommt der Typ auch vor. Toll. Geil, das ist der Böse. Aber Blum ist ja gar kein Polizist dann. Dann ist der ein Böser. Hätte ich auch erst nicht gedacht. Aber ey, ich fass es nicht. Oh, endlich kommt so die Verknüpfung zwischen Teil 5 und Teil 6 raus. Weil ich glaube, diesem Kerl folgen wir dann über die halbe Welt im sechsten Teil. Du, die Stimme von Blum, die kannte ich aber irgendwoher. Ja. Den Synchronsprecher. Komm gerade nur nicht drauf, aus welchem Zusammenhang. Ja, hoffentlich kommt er nochmal vor. Mhm. Seto Kaiba! Ich würde sagen, Seto Kaiba! Jetzt habe ich es nicht mehr im Ohr, aber kann sein, dass du recht hast. Mal nochmal hören, wenn er nochmal kommt. Hören wir dann nochmal. Die große Halle ist so hoch wie das Hotel Reunion selbst! Die Stimme, die kenne ich auch irgendwoher. Was? Die Stimme kenne ich auch irgendwoher. Ah, oh, wie hoch die Decke ist und die fliegenden Kerzen. Wenn man von dort oben hinabschaut, sieht das sicher aus wie ein Abgrund. Nanu, seltsam. Die ganze Halle ist vorbildlich sauber und aufgeräumt, aber dieses Kissen hier? Sie haben recht, da steckt irgendwas Hartes drin. Episode hinzugefügt. Cool, Blums wahres Gesicht will ich haben. Dann gucken wir die doch erstmal an. Und wir kriegen... Nein, Hinweismünzen. Gucken wir erst an. Episode. Ja, was? Achso. Okay. Episode. Was sind wir denn? Blums wahres Gesicht auf Seite 3. Ja, äußerst hoch angesehene Kommissar von Scotland Yard scheint auf den ersten Blick am Fall des Gentlemen zu arbeiten. Aber das ist nur ein Vorwand. Das ist nur ein Vorwand. Okay. Herr Hauptkommissar. Ich glaube, wir konnten das Geheimnis um die Versteinerungen lösen. Was? Los, berichten Sie! Der Täter muss die Steinstatuen auf einem stabil gebauten Pferdewagen auf den Platz transportiert haben. Der Wagen war so geschickt im Festumzug versteckt, dass er keinerlei Aufsehen erregte. Wie bitte? Aber kein einziger Augenzeuge hat je einen Pferdewagen erwähnt. Und wir wissen auch wieso. Der maskierte Gentleman hatte den Wagen im großen Clownballon verborgen. Gestatten Sie mir, den Tatort zu untersuchen. Ich bin mir sicher, dass wir dort Wagenspuren finden. Wagenspuren. Warst du jetzt schon fertig? Ja. Gut, Erlaubnis erteilt. Aber keine Eskapaden, verstanden? Sie erstatten mir sofort im Anschluss Bericht. Sheffield ist nicht der Hellste, aber er weiß, seine Leute zu motivieren. Das könnte problematisch werden. Aber weitaus größere Sorgen bereitet mir dieser Professor Layton. Was haben Sie gerade gesagt? Er wird sich sicher nicht so einfach manipulieren lassen wie Grosky oder der Hauptkommissar. Wir müssen behutsam vorgehen. Ich sollte den Kommandanten darüber in Kenntnis setzen. Übrigens, im sechsten Teil gibt's glaube ich auch Waffen. So richtig schöne. Wieder eine Slot Machine Gun? Nein, nicht. Also, ich meine, da richten dann welche Waffen auf Layton zum Beispiel, glaube ich. Wow. Wie ja, heißt der? Das passt zu meinem 3DS. Warum? Ja, guck mal, wie der heißt. Brone? Brony! Ach, das soll Y sein. Das ist... Oder? Nein, fuck. Ach man, Bronev. Bronev, das ist auch geil. Ein Bron. Nee, er ist ein Bro. Yo, Bronev. Eigentlich heißt er nur Nev, aber irgendwann hat er Barney Stinson getroffen. Und der hat dann gesagt, so, du bist jetzt mein Bronev. Bronev, das hört sich gut an. Ich weiß gar nicht.
Was ja, wenn der nochmal kommt, braucht der jetzt auch eine ordentliche Stimme. Ja, der kommt auf jeden Fall nochmal sehr oft. Weißt du, aber... Willst du den machen oder soll ich den machen? Weiß nicht. Ich würde ihn gerne machen, aber ich weiß nicht, ob die Stimme dazu passen würde, weil ich suche die ganze Zeit in irgendeinem Layton-Spiel, egal, oder beziehungsweise in allem, was noch folgt, eine Stimme, wo ich richtig schön screamen kann. Lieber für eine Nebenfigur und schon lieber deine Stimme. Lieber eine Nebenfigur, weil das würde sich jetzt doof anhören, wenn ich sagen würde, Blum, was gibt das? Aber es passt zur Sonnenbrille ein bisschen auch. Und zu der Frisur so. Der Haarpracht, genau. Kann ich wenigstens dieses eine Mal? Ja, mach. Okay. Ich habe etwas zu berichten, Herr Kommandant. Übrigens, ihr könnt ja abstimmen, soll ich den dann weiter so machen oder nicht? Bitte nicht. Na Gott, fasten Sie sich kurz! Jawohl, Herschel Layton hat sich in die Angelegenheit eingemischt. Frau Ledor muss ihn um Hilfe gebeten haben. Ha! Dann ist er also endlich hier! Ich trinke jetzt mal ein Bier! Und nicht wieder rein, auch noch. Oh Gott, das halte ich nicht aus. Okay. Wie sollen wir mit ihm verfahren, Herr Kommandant? Lassen Sie an die Wand! Ja, und das Kohl stellen keine Gefahr! Da! Das hat sich gereimt. Was hat denn jetzt das Kohl damit zu tun? Weiß ich nicht, aber das ist auch cool, wenn der noch vorkommt. Selbst wenn Sie hinter das Geheimnis der Stadt gelangten, wäre das für unsere Pläne völlig irrelevant! Wir werden finden, was wir suchen. Niemand kann uns davon abhalten. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Also ich kann wirklich nicht mehr. Möchtest du den machen? Möchtest du nicht Layton so sprechen ab jetzt? Nein. Boah. Lassen Sie sich nicht auf Ablenkungen ein. Na Gott, weiß nicht. Boah, nee, das ist irgendwie so 0815. Warte mal. Vielleicht ein bisschen höher das Ganze. Lassen Sie sich nicht auf Ablenkungen nicht ein bisschen. Oder auch so eine, ja, sowas Kratziges mit drin oder so. Lassen Sie sich nicht auf Ablenkungen ein. Konzentrieren Sie sich sowas auf Rauchiges, Ihre Mission. Sowas Rauchiges in der Stimme. Das ist ich gut. Zähle auf Sie, Blum. Das ist gut. Verstanden. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Herr Kommandant. Das war's auch schon. Oh. Den Aber merkt ihr mal so eine richtig schön rauchige Stimme so. Das würde auch zum Aussehen passen. Was? So eine rauchige Stimme, so, was weiß ich, so nach pommerscher Art. Aus dem Buchen Rauch. Ach so. Okay. Ja, mein Whisky ist leider, also, ich kaufe eine Flasche, dann passt das. So doch nicht, sondern eher so, du bist der Typ, der... Ja. Nein, keine Ahnung. Du bist so ein richtig harter Kerl, so ein harter Knochen. So musst du auch sprechen. Hallo! Oh, ich hab ein Rätsel. Wo? Im rechten Stuhl, vorne neben dem Teppich. Ganz im gut. Rechten Stuhl? Da hat doch gar keiner hinge... Achso? Da hat doch gar keiner hingekotet. Da ist doch gar kein Stuhl. Also... was? Hocker. Ah, Hocker. Professor, ich habe ein weiteres Buch in dem Kissen gefunden. Der Einband sieht viel edler aus als bei den anderen. Was für eine Geschichte wohl diesmal auf uns wartet? Hoffentlich keine mit Reimen. Tja, das werden wir gleich... Moment, es geht nicht auf. So, anscheinend ist der filigrane Einband mehr als nur reine Zierde. Schauen wir mal genauer hin.